Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie probehalber heute ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind. Ernstes Thema heute. Afrika. Das ist der neueste Hit. Afrikas Elend ist weder Zufall noch Schicksal, sondern von Menschen gemalt. Wir sind aus weichem Gummi und tanzen einen Flug. Bedeutet, sein eigenes Kind sterben zu sehen, an einer Krankheit, die Hunger heißt und die geheilt werden könnte mit Reis. Das ist eine Hungerkatastrophe! Hunger! Entschuldigung, aber ich finde das zu dick. Ja, das ist wirklich, das ist dick. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Heute Abend menschelt. Es geht um Mensch. Ja, und jetzt machen wir uns mal alle wieder ein bisschen locker. Hungerkatastrophe, 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 Hunger! Sie können uns doch nicht dahinstellen und sagen, oh Gott, diese armen Kinder hungern. Ja, warum denn nicht? Weil das peinlich ist. Das ist super peinlich. Also ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt. Ja, aber dann mach doch mal einfach. Ja, bitte, dann stell dich da hin und mach's einfach. Ja, ich bin jetzt hier wieder nur diskutiert und diskutiert und diskutiert und diskutiert und diskutiert und diskutiert. Scheiße! Hier. Kotzen! Ficken! Aber wenn man zur Kenntnis nimmt, dass es Menschen gibt, die sich eben nicht abfinden, die wirklich verändern und wirklich verbessern, ja, und das womöglich noch erfolgreich, dann muss man sich natürlich fragen, ob es nicht noch irgendwie was gibt, was man selber mehr machen könnte. Und natürlich könnte man mehr tun, ja. Die Antwort ist natürlich, ja, man könnte mehr tun. Aber das löst eben wieder dieses peinliche Gefühl aus. Und dieses Gefühl hat Recht. Es hat so lange Recht, bis wir uns endlich für diese Welt verantwortlich fühlen.